Völlig beruhigt schloss Scrooge die Tür und verriegelte sie. Sogar doppelt, was sonst nicht seine Art war. So vor jeder Überraschung sicher, nahm er sein Halstuch ab, zog Schlafrock, Pantoffeln und seine Nachtmütze an und setzte sich ans Feuer, um seinen Haferschleim auszulöffeln. Das Feuer war sehr klein, ein Nichts in einer so kalten Nacht. Er musste sich dicht davor setzen und sich darüber beugen, um aus der Handvoll von Brennmaterial auch nur ein Fünkchen Wärme zu verspüren. Der Kamin war uralt, vor langen Jahren von irgendeinem holländischen Kaufmann erbaut und ringsum mit seltsam holländischen Kacheln verkleidet, die Szenen aus der Bibel darstellen sollten. Da sah man Kain und Abel, die Tochter des Pharaos, die Königin von Saba, himmlische Boten, die auf Wolken wie Federbetten durch die Luft herabschwebten, Abraham, Belsasar, Apostel, die auf kleinen Schiffen in See stachen, hunderte von Gestalten, die Scrooges Gedanken hätten fesseln können. Und doch erschien wieder dieses Gesicht Marleys, der schon 7 Jahre tot war, und verschlang das Ganze. Von jeder der Kacheln schien ihm Marleys Kopf entgegenzustarren. »Pah! Humbug!« rief Scrooge, schritt mehrmals im Zimmer auf und ab und setzte sich wieder. Als er seinen Kopf am Sessel anlehnte, fiel sein Blick zufällig auf eine Glocke, eine abgenutzte Glocke, die im Zimmer hing und zu einem längst vergessenen Zweck mit einer Kammer im obersten Stockwerk des Hauses in Verbindung stand. Zu seinem großen Erstaunen und mit seltsamer, unerklärlicher Bestürzung bemerkte er beim Hinsehen, dass die Glocke zu schwingen begann. Zuerst schwang sie so leise, dass sie kaum einen Ton von sich gab, bald aber klang sie laut und mit ihr klangen alle Glocken im Hause. Dies mochte so eine halbe oder eine ganze Minute gedauert haben, aber ihm schien es wie eine Stunde. Dann hörten die Glocken, wie sie zusammen begonnen hatten, auch auf einen Schlag auf. Es folgte von tief unten herauf ein klirrendes Geräusch, als zöge jemand eine schwere Kette über die Fässer im Keller des Weinhändlers. Da erinnerte sich Scrooge daran, gehört zu haben, dass Gespenster in Spukhäusern Ketten schleppten. Die Kellertür flog mit einem dumpfen Knall auf und nun hörte er, wie das Geräusch unten immer lauter wurde, wie es die Treppe herauf und geradewegs auf seine Tür zukam. »Immer noch Humbug«, murmelte Scrooge, »ich will's nicht glauben.« Doch wechselte er die Farbe, als es, ohne Halt zu machen, durch die schwere Tür kam und vor seinen Augen in den Raum trat. Als es hereinkam, loderte die ersterbende Flamme auf, als ob sie riefe, »Ich kenne ihn, Marleys Geist!« Dann sank sie wieder zusammen. Dasselbe Gesicht, ganz dasselbe. Marley mit seinem Zopf, wie gewöhnlich in Weste, engen Hosen und Schaftstiefeln, wobei die Trotteln auf letzteren sich wie sein Zopf, seine Rockschöße und die Haare auf seinem Kopf sträubten. Die Kette, die er nachschleppte, war um die Mitte seines Leibes geschlungen. Sie war lang und ringelte sich wie ein Schwanz um ihn und sie bestand, Scrooge betrachtete es nämlich ganz genau, aus Geldkassetten, Schlüsseln, Vorlegeschlössern, Kontobüchern, Urkunden und schweren Geldbörsen mit Stahlringen aneinander geknüpft. Der Körper war durchsichtig, so dass Scrooge durch die Weste hindurch die beiden Knöpfe auf der Rückseite des Rockes sehen konnte. Scrooge hatte oft sagen hören, Marley habe kein Herz, aber bis jetzt hatte er es nie geglaubt. Nein, er glaubte es auch jetzt nicht. Zwar konnte er durch den Geist hindurchsehen, er sah ihn ganz deutlich vor sich. Er fühlte, wie seine Leichenblässe ihn einen Schauer über den Rücken durch die Adern jagte. Er hätte das genaue Aussehen des Tuches beschreiben können, das er um Kopf und Kinn gebunden hatte, obwohl er es nie zuvor gesehen hatte. Und doch blieb er ungläubig und wehrte sich gegen seinen eigenen Verstand. »Nun denn«, sagte Scrooge beißend und eisig wie immer, »was willst du von mir?« »Viel«, Marleys Stimme, kein Zweifel. »Wer bist du?« »Frag lieber, wer ich war.« »Also gut, wer warst du?« rief Scrooge mit erhobener Stimme. »Du nimmst es sehr genau für ein Gespenst.« »Im Leben war ich dein Partner, Jacob Marley.« »Kannst du dich setzen?«
fragte Scrooge mit zweifelndem Blick. Ja, dann setz dich. Scrooge hatte gefragt, weil er nicht wusste, ob ein so durchsichtiger Geist imstande sei, sich auf einem Stuhl niederzulassen, und wollte ihm eine möglicherweise peinliche Erklärung ersparen. Aber der Geist nahm an der gegenüberliegenden Seite des Kamins Platz, als entspräche das vollkommen seiner Gewohnheit. Du glaubst nicht an mich, bemerkte der Geist. Nein, sagte Scrooge. Was für einen Beweis für meine Echtheit hättest du gern, außer dem Zeugnis deiner eigenen Sinne? Ich weiß es nicht, erwiderte Scrooge. Warum misstraust du deinen Sinnen? Weil, sagte Scrooge, eine Kleinigkeit sie verwirren kann. Eine leichte Magenverstimmung macht sie trügerisch. Du könntest ein Stück Rindfleisch sein, das mir schwer im Magen liegt. Ein wenig Senf, ein Käsebrocken, ein Stückchen halbrohe Kartoffel. An dir ist mehr verdorbener Quark als ein offener Sarg. Scrooge riss nicht auf Witze, und tief im Herzen war ihm auch keineswegs nach Scherzen zumute. In Wahrheit versuchte er nur geistreich zu sein, um sich selbst abzulenken und seine Furcht niederzukämpfen. Denn die Stimme des Gespenstes drang ihn durch Mark und Bein. Wenn er nur einen Augenblick lang diesen starren, erloschenen Augen stumm gegenübersäße, würde er verrückt werden. Das fühlte er genau. Auch die Höllenluft, die das Gespenst umwehte, flößte ihm unendliches Grauen ein. Scrooge konnte sie selbst nicht spüren, aber sie war zweifellos da. Denn obwohl der Geist völlig reglos dasaß, bewegten sich seine Haare, Kleider und die Troddeln wie in einem heißen Luftstrom, der von einem Ofen ausgeht. Siehst du diesen Zahnstocher? Sagte Scrooge, indem er aus den eben genannten Gründen rasch wieder das Wort ergriff. Er wünschte sich, das Gespenst möchte, und sei es auch nur für eine Sekunde, den Blick von ihm abwenden. Ja, antwortete der Geist. Du schaust ja gar nicht hin, sagte Scrooge. Und doch sehe ich ihn, erwiderte der Geist. Nun denn, fuhr Scrooge fort, den brauche ich nur zu verschlucken, um für den Rest meines Lebens von einer Legion von Kobolden verfolgt zu werden, die sämtliche meine eigenen Geschöpfe sind. Alles Humbug, sage ich, alles Humbug. Bei diesen Worten stieß das Gespenst einen grässlichen Schrei aus und rasselte so greulich und entsetzlich mit seiner Kette, dass Scrooge sich an seinem Sessel festhalten musste, um nicht in Ohnmacht zu fallen. Aber um wie viel größer wurde sein Entsetzen, als das Gespenst die Binde, die es um den Kopf trug, abnahm, als wäre es zu warm im Zimmer, und sein Unterkiefer auf die Brust herabsank. Scrooge fiel auf die Knie und schlug die Hände vors Gesicht.